dieses Haus hat einen ganz besonderen Zweck. Hier darf eingebrochen werden. Ob gehämmert, geschossen oder gesprengt wird, ist frei wählbar, denn alles ist möglich. Nur klingeln und anklopfen ist hier unerwünscht. Die Breaching-Anlage auf dem Truppenübungsplatz Kliez ist in der Truppenübungsplatzlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland einzigartig. Diese Anlage existiert so nur hier auf dem Platz. Und sie hat den Vorteil, dass wir dort modular austauschbare Bauelemente an einer festen Gebäudehülle installieren können, sodass dort Zugangssprengungen durch Wände, Fenster, Türen und auch Deckenelemente durch die übende Truppe geübt werden können. Eine Eigenschaft, von der heute die Kampfschwimmer profitieren. Sie sind die Ersten, die diese Anlage nutzen. Wir haben hier zwei verschiedene Dinge. Einmal üben wir jeder für sich den Umgang mit der Ladung Spezialkräfte, also mit den persönlichen Ladungen, plus unsere Breacher, also die Zugangsspezialisten im Team, üben nochmal spezielle Zugangsverfahren eben für Türen, für Fenster oder eben auch für Wände. Während die Kampfschwimmer sich zur Auswertung zurückziehen, macht sich das Unterstützungspersonal daran, die Türen und Fenster wieder herzurichten oder auszuwechseln. Auch die Wandelemente tauschen sie problemlos aus. Ein speziell dafür umgebautes Fahrzeug hilft ihnen dabei. Der Kranführer Dominik bewegt die bis zu 4 Tonnen schweren Wandelemente sicher und mühelos. Ladekräne haben eigentlich nur einen Schwenkbereich von 160 Grad. Das ist eine Sonderanfertigung, die hat ein Endlosdrehwerk. Du kannst die komplette Last über der Kabine verfahren bei dem Fahrzeug. Ganz in der Nähe befindet sich das Lager mit verschiedenen Wandelementen, Fenstern, Türen und alles, was zerstört werden kann. Dominik hat hier alles, was er braucht, um das Übungsszenario schnell wiederherzustellen. Die Kampfschwimmer machen direkt weiter. Aus dem Bunker heraus besteht die Möglichkeit, die Sprengausbildung geschützt zu verfolgen. Es wird deutlich, dass es hier weit mehr als nur um das Sprengen geht. Wir verfügen hier über ein stehendes Gebäude, wo auch tatsächlich taktische Elemente wie die Erkundung, die Annäherung an ein Objekt oder auch das tatsächliche Eindringen in ein Objekt nach der Zugangssprengung durch die übende Truppe geübt werden kann. Der Truppenübungsplatz in Kliez bietet über diese Anlage hinaus viel Raum für Ausbildung und Training. Wir haben die Havel, die Elbe hier in der Nähe, auf denen wir amphibische Verfahren trainieren können. Wir haben viel Land, viel Übungsplatz, auf dem wir dann unsere landkampftechnischen Verfahren üben können. Plus wir haben hier dieses Gebäude, auf das wir ropen können, das ist erlaubt, also wo wir dann nochmal unsere Luftlandeeinsatzverfahren festziehen können. Plus Abläufe an der Tür dann in diese ganzen Verbringungsarten oder in diese ganzen Verfahren zu integrieren. Die Kampfschwimmer haben die Breaching-Anlage in Kliez erfolgreich eingeweiht. Und die Warteliste der nachfolgenden Kampf- und Pioniertruppen ist lang.